Wir üben heute Abend hier im Hauptbahnhof von Bremen die polizeiliche Bewältigung eines Terroranschlages mit zahlreichen Verletzten. Es sind Kräfte der Bundespolizei hier im Einsatz, Kräfte des Polizeipräsidiums Bremen und auch Kräfte der Feuerwehr Bremen. Es geht darum, zu üben und zu testen, ob die Konzepte, die die unterschiedlichen Organisationen besitzen, die natürlich auch theoretisch abgestimmt sind, in der Praxis funktionieren. Und dafür wird sehr realistisch geübt, realistische Verfahren an einem Ort, der, das muss man leider sagen, auch Handlungsort eines Terroranschlags sein kann, so wie jeder Ort in Deutschland, an dem sich viele Reisende befinden. Wir wollen die Zusammenarbeit testen, denn eine solche Lage kann nur gemeinschaftlich bewältigt werden. Die besondere Herausforderung für uns bei diesen Lagen ist, dass wir im ersten Angriff immer mit dem Personal agieren müssen, das uns gerade in dem Augenblick zur Verfügung steht. Das können noch sehr junge, unerfahrene Beamtinnen und Beamte sein, das können aber auch Spezialeinheiten sein. Aber der Regelfall wird sein, dass erstmal der Streifenwagen dahin fährt oder eine Gruppe der Bereitschaftspolizei und die ersten Maßnahmen treffen muss. Deswegen haben wir in der Vergangenheit in den letzten Jahren auch sehr viel in Ausrüstung, in Trainings investiert, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für diesen ersten Angriff vernünftig aufzustellen. Auf der anderen Seite haben wir aber keine praktischen Erfahrungen mit solchen Einsätzen, weil wir Gott sei Dank in Bremen bisher diese Lagen in dieser Form nicht bewältigen mussten. Wir gehen davon aus, dass wir über die Übung auch schnell feststellen können, wo die Grenzen der Belastbarkeit auch für die Einsatzkräfte liegen wird und wo wir gegebenenfalls bei Trainings oder Ausrüstung noch nacharbeiten müssen. Das zweite Feld ist vor allen Dingen, dass die Sicherheitsbehörden wirklich auch nicht nur auf dem Papier gut in der Zusammenarbeit funktionieren, sondern auch in der Realität. Und Bundes- und Landespolizei sind hier zusammen am Bahnhof tätig. Wir haben eigentlich die Verantwortung für so eine Lagebewältigung, aber die Bundespolizei wird diejenige sein, die als erstes hier vor Ort ist und auch die ersten Maßnahmen treffen. Und wir müssen uns da eingliedern und versuchen gemeinsam dann so schnell wie möglich das Ziel, nämlich die Täter unschädlich zu machen, auch umzusetzen.